Guten Tag und herzlich willkommen zum neuen Video hier bei eurem German LPK. Heute im Hintergrund Crysis 3, erstmalig bei mir auf dem Kanal, aber nicht von mir gespielt, sondern von Dirty Knäckebrot. Und natürlich wie immer, der junge Mann ist in der Videobeschreibung verlinkt, so wie es sich eben gehört. Ja, und Freunde, ich habe die Beta von Crysis 3 gespielt, aber die konnte mich nicht überzeugen. Ich habe mir das Spiel nicht geholt und ich werde es mir auch nicht holen. Ich war mit Crysis 2 schon nicht ganz so zufrieden und auch dieser Teil kann mein Problem mit dem Spiel nicht ausmerzen. Aber vielleicht hätte ich es mir geholt, wenn es bei Spielen schon die Möglichkeit der Share Economy geben würde. Und das ist heute auch unser Thema. Vielleicht wisst ihr es ja, gerade ist die Cebit in Hannover und dort werden ja immer die neuesten Techniktrends gezeigt. Und dieses Jahr ist das Motto eben Share Economy. Jetzt denkt man natürlich erstmal Share Economy, das ist ja ein sehr moderner Begriff, das gibt es noch nicht so lang, aber bereits 1984, da hat der Lawrence Weizmann, das ist ein US-amerikanischer Wissenschaftler und Professor an der Harvard-Universität, erstmals in einem Buch diesen Begriff Share Economy definiert. Wobei man einschränken muss, es ging damals eher um Aktien an Mitarbeiter verteilen, um Gewinnbeteiligung, also da hat er ein bisschen von was anderem gesprochen, nur der Begriff wird jetzt wieder aufgegriffen und in einem anderen Bezug benutzt. Grundlegend kann man also sagen, es geht um das Prinzip Mieten statt Besitzen. Und das ist kein neues Prinzip, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das ja, im Baumarkt gibt es immer so eine Abteilung, wo man sich die Werkzeuge mieten kann. Also zum Beispiel Bohrmaschine oder Kettensäge, weiß was ich, weil man einen Baum fällen will, kann ja sein, dass unter euch auch Förster sind. Oder Autovermietung, ist ja auch nichts Neues, dass man sich ein Auto gegen Geld mieten kann und damit in Urlaub fährt oder eben zu Meetings etc. Ist nichts Neues. Viele von euch wohnen vielleicht auch in einem Wohnblock, einem Wohnhaus oder einem eigenen Haus und das zur Miete. Ja, das ist ja genau dasselbe erstmal. Aber nun geht es darum, dass man diesen sehr professionellen Bereich auch in den privaten Bereich übernimmt. Das heißt Ausleihen im privaten Bereich. Und da will man vor allen Dingen wieder mal das Smartphone und die Apps mit reinnehmen. Das heißt, es gibt also grundlegend ein Cloud-System, in dem Zugangsdaten abgespeichert sind und die werden bei Freigabe, also wenn jemand anfragt und dafür bezahlt, freigegeben, die Zugangsdaten, und an die bezahlende Person übermittelt. Ja, die Voraussetzungen sind also, man braucht eine ständige Internetverbindung für Datenaustausch, zum Beispiel eben über Cloud, und auch für Positionsanzeige, damit man vielleicht auch zu diesem Artikel, den man haben will, hinkommt. Denn es ist einfach so, man kann dann zum Beispiel sagen, Mensch, ich habe im Schrank eine Bohrmaschine liegen und die liegt dort seit 3 Jahren. Naja, Mensch, die kann ich doch in der Share Economy Berlin App beispielsweise, Entschuldigung, ich war gerade noch draußen und ich bin ein bisschen aus der Puste, die kann man ja dann prinzipiell dort reinstellen, die Bohrmaschine, und sagt, ich will, weiß was ich, für eine Stunde einen Euro und ich wohne Berlin Mitte im Fernsehturm und dort kann man dieses Ding abholen. So, dann kann eine andere Person eben, die eine Bohrmaschine braucht, die auch Berlin-Mitte irgendwo wohnt da, die kann dann eben sich diese Smartphone-App auch ziehen und sieht, ach Mensch, hier 500 Meter entfernt, da wohnt einer am Fernsehturm, der hat genau die Bohrmaschine, die ich brauche, klicke ich mal an, ausleihen. So, dann wird es an den anderen übermittelt und der weiß, alles klar, da will die jemand ausleihen und ja, dann werden die Daten übermittelt, der kann hingehen und dann ist da vielleicht irgendwo ein Kasten, wo man die rausnehmen kann oder man geht eben zu der Person hin und holt sich das persönlich ab. Das kann man ja dann, das wird die Zukunft zeigen. Ja, und das hat natürlich auch ganz spezielle Motive. Und für mich Nummer 1 schlechthin, Ressourcen sparen. Es ist einfach so, die seltenen Erden werden immer weniger. Fossile Brennstoffe werden immer weniger. Wir machen immer mehr Müll. Und das liegt ja eben daran, weil wir ständig neu kaufen, weil wir alles doppelt und dreifach haben. Ich weiß nicht, wir haben auch Artikel hier eben, auch bestimmte Werkzeuge, die benutzen wir nie, ja. Einmal benutzt und seitdem liegt das rum. Oder steht einfach ein ganzes Jahr rum, zum Beispiel so ein Häcksler, ja, wo man eben Äste etc. klein häckseln kann. Sowas haben wir im Garten und das steht ein Jahr rum. Das könnte man ja dann theoretisch auch eben vermieten. Und ich meine mal, das ist der zweite übrigens, das zweite Motiv. Man gibt weniger Geld aus und man kriegt ein bisschen Geld sogar rein, ja, wenn man da mitmacht in diesem System. Das weniger Geld ausgeben bezieht sich natürlich darauf, wenn ich das Produkt kaufe, ist es meistens teurer. Die Frage, die natürlich jetzt reinkommt, ist, ja, vielleicht wären das auch Abzocksysteme. Das ist eben noch alles nicht so ganz sauber. Also das wird die Zukunft zeigen müssen, ob das fair abläuft. Und ein weiteres Motiv ist, man besitzt einen Gegenstand einfach für den Gebrauchsfall. Das heißt, ich brauche ihn jetzt, jetzt habe ich ihn, danach brauche ich ihn nicht mehr, also kann jemand anders haben. Das ist eigentlich ein tolles Prinzip. Etwas gewagt, aber vielleicht
könnte man sogar sagen, es ist wie in der Urzeit. Ja, es ist vielleicht so eine Art kommunistisches System, dass man sich das nimmt, was man braucht. Aber naja, das ist jetzt alles sehr positiv, wie ich das sage. Wir müssen halt auf der anderen Seite auch klar sagen, für die Firmen geht es um neue Gewinnmärkte. Es geht darum, das eigene Produkt in eine gute Ausgangslage zu bringen und Partnerverträge abzuschließen. Ganz klar. Das heißt zum Beispiel, beziehen wir das nochmal aufs Auto, da werden dann die Firmen darum buhlen, dass gerade ihre Autos die Leihautos sind bei den Firmen. Also ganz klar, die wollen ja auch Umsatz machen. Und das ist übrigens ein ganz großer Knackpunkt, den ich da sehe. Gerade die Autoindustrie. Angenommen, ja, so eine Großstadt, Metropole wie Berlin oder auch München, Frankfurt, oder setzt eure Stadt ein, zumindest wenn ihr in einer Metropolregion wohnt. Wenn die jetzt plötzlich alle dieses auf Share Economy setzen würden, wäre das ja erstmal für die Umweltverträglichkeit und auch für den privaten, für die privaten Kosten wäre das sehr positiv, aber für die Firmen wäre das sehr negativ, meiner Meinung nach. Weil man ja ganz klar sagen muss, denen gehen da richtig fett Gelder verloren. Weil die machen ja nicht mehr so viel Umsatz. Die Leute kaufen sich doch kein Auto mehr. Die sagen, ich miete das und gut ist. Und da stellt sich eben die Frage, wird es dann so sein, dass das sehr, sehr teuer ist? Dass man fast schon überlegen muss, wenn man öfters fährt, hole ich mir doch wieder ein Auto, also privat. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch wieder so, ich meine mal, Benzinkosten, Alter, die sind so krass hoch. Ja, wir gehen ja wirklich langsam auf die 2 Euro zu für einen Liter. Also das muss man sich mal überlegen. Früher waren das ein paar Cent, also beziehungsweise Pfennig, ja. Also das ist echt krass, wie sich das entwickelt hat. Eben weil wir immer weniger haben. Deshalb sollte man darauf achten, dass wir langsam damit ein bisschen schonender umgehen. Daher ist dieses Prinzip im Grunde ja nicht schlecht. So. weitere Beispiele gibt es übrigens. Also Fahrradstationen auch, gibt es in vielen Metropolen schon, dass man da eben sich die leihen kann. In Barcelona, wo ich in Barcelona damals war, da weiß ich, da geht das, wenn man zu so einer bestimmten Bank geht, dann kann man da irgendwie seine Bankkarte da zeigen und da muss man nichts zahlen, sondern dann kriegt man einfach das Fahrrad gratis und kann damit rumfahren. Finde ich, ist ein super geiles Prinzip. Ja? Ansonsten Open-Source-Programme zum Beispiel. Ja, ich meine mal, wenn man den Quellcode frei einsehen kann und verändern kann, dann ist das auch so eine Art Share Economy. Natürlich ohne Geldleistung, das ist dann wirklich open, also auch frei verfügbar. Aber vom Prinzip her ist es genau das Gleiche. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass es in Zukunft bei Spielen so sein wird. Dass man sagt, okay, man kann vielleicht zumindest die Spiele dann antesten für 1-2 Tage, für eine geringe Pauschalgebühr. Und man merkt dann relativ schnell, ob einem das Spiel gefällt oder nicht. Ich würde es mir zumindest wünschen, das wäre echt geil. Weil ich muss sagen, um jetzt wieder im Grunde den Kreis zu schließen von diesem Video. Crysis 3, die Beta, hat mir nicht gefallen. Aber vielleicht würde mir das Endprodukt ja doch super gefallen. Ich weiß es nicht, ich werde es jetzt nie erfahren, aber es ist es mir nicht wert. Ich bezahle keine 50 Euro dafür, dass ich vorher ein schlechtes Gefühl hatte. Ich muss mich bei einem Spiel schon von Anfang an wohlfühlen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hole ich es mir nicht. Ja, ganz einfach. Gut, es gibt immer noch eine private Share Economy, die seit Jahren etabliert ist, seit Jahrzehnten sogar, und die nennt sich Freunde. Ja, man holt sich das von Freunden, man leiht sich den Account aus und gut ist. Ja. Eins muss man auch sagen. Das klingt alles super toll und als ob das hier die tollste Zukunftssache überhaupt wäre und als ob wir Menschen jetzt endlich im Reinen wären. Aber naja, die Zukunft wird erst zeigen, ob das funktioniert. Es müssen die Leute mitmachen, also wir, und es müssen die Firmen mitmachen. Ja? Die beiden Faktoren sind mit die wichtigsten, wie immer. Der Mensch spielt die größte Rolle. Auf der anderen Seite, die Frage nach Sicherheit. Ja? Kann sich da einer plötzlich irgendwo reinhacken in die Datenbank und die Werte verändern? Ja? Also die Gebühren zum Beispiel. Oder wie sieht es mit Datenschutz aus? Ja? Kann da irgendwer sehen, was ich so alles schon ausgeliehen habe? Oder eben kann sich da vielleicht auch einer reinhacken, ja, und nimmt ein falsches Profil an und klaut das Auto dann und fährt damit weg und es fällt einer anderen Person zu, weil er eine falsche Identität angenommen hat. Das muss man alles noch sehen. Das steht in den Sternen. Das ist eine Frage, die in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren geklärt werden muss. Aber ich persönlich finde, das Prinzip ist sehr, sehr, sehr geil. Und da ist jetzt die Frage, was meint ihr dazu? Würdet ihr da mitmachen? Also ich bin dem prinzipiell offen gegenüber, weil ich das selber kenne, was man alles so besitzt, was man überhaupt nicht braucht, das kann man doch teilen. Und bei uns ist es ja zum Beispiel auch so hier, hier in der Studentenwohnung, da ist es so, dass die Nachbarn denn auch, die auch Studenten sind, kommen und sagen, Mensch, ich habe keinen Drucker, kann ich mal bei dir drucken?
Ja, da sag ich doch nicht nein. Ja, einmal schon, weil man da mit den Menschen ein bisschen, mit den Leuten da ein bisschen quatschen kann und zum anderen, weil es einfach auch sinnvoll ist. Ja, jeder kauft sich einen Drucker, was haben wir davon? Ja, na gut, okay. Ihr wisst ja, worum es geht. Ich hab's ja jetzt lang genug erklärt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Aus.